Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Photoshop in 30 Sekunden. Heute geht es um das Thema, wie ich sehr stark unterbelichtete Bilder in Photoshop noch retten kann. Ich habe jetzt hier ein sehr stark unterbelichtetes Bild geöffnet, die RAW-Datei, und dann geht in Photoshop die Camera RAW-Ansicht auf und genau in diesem Dialog sind wir jetzt hier gerade drin. Und wenn ich jetzt dieses Bild retten möchte, dann ist die erste Methode natürlich die Belichtung extrem stark nach oben zu ziehen, und ihr seht auch, dass es schon sehr gut geht, aber ich möchte das hier nicht übertreiben. Ich denke mal, so 1,5 Blendenstufen kann man aufhellen, mehr sollte man da nicht machen. Dann möchte ich auf jeden Fall noch die Tiefen aufhellen, denn ihr seht, der untere Bereich hier, die dunklen Bereiche sind noch sehr stark zu dunkel, und deswegen werde ich jetzt hier einfach mal die Tiefen auf ungefähr, also plus 75 hochziehen. Die Lichter hier oben im Himmel kann man noch etwas angleichen, indem man die dann etwas nach unten zieht. Ich denke mal, so ist das okay. Ich werde insgesamt den Kontrast noch etwas erhöhen und hier unten auch die Klarheit etwas nach oben setzen. Das sind die Mikrokontraste in den Mittelwerten. Und natürlich, wenn so ein Bild sehr stark aufgehellt wird, verliert es etwas an Farbe, deswegen würde ich auf jeden Fall die Dynamik auch noch etwas nach oben setzen. Wenn wir ein Bild so stark aufhellen, dann gibt es natürlich auch immer sehr starkes Rauschen im Bild. Wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen näher reinzoome, dann wird man dieses Rauschen gerade in den Tiefen auch schon sehr gut erkennen. Und deswegen gehe ich hier oben noch in die Detailspalette und werde jetzt hier das Luminanzrauschen etwas reduzieren, indem ich die ganze Sache hier auf ungefähr 20 setze. Nach wenigen Augenblicken sieht das Bild schon so aus und ich denke mal, wir konnten das Bild relativ gut retten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für weitere Videos und wenn ihr Videowünsche habt, postet sie gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!